Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner Minecraft-Tutorials, liebe Leute. Heute sollte es um den CCTV von, ja, Kelvator, würde ich mal sagen, heißt der gute Herr, gehen. Ich glaube, ich hoffe, ihr habt den Namen jetzt hier falsch ausgesprochen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Ist ja auch relativ egal, ihr seht schon, ich lade gerade noch ein Video hoch, und zwar das von Minecraft Atmosphere Mod. Würde ich euch auch raten, mal anzuschauen. Und zwar, was ist dieser Mod? Dieser Mod enabled sozusagen eigentlich eine richtig coole Idee ins Spiel, und zwar, dass ihr sozusagen Kameras bauen könnt. Das sind diese Dinger hier. Und dann könnt ihr auf dem Screen, also den ihr irgendwo in eurer Wohnung platzieren könnt, zum Beispiel ihr macht vor eurem Haus, habt ihr Angst, kommt ein Creeper raus, dann stellt ihr ein Kameras auf, also stellt ihr irgendwo auf, und dann, wenn ihr früh aufwacht und guckt, oh, sind da irgendwie Zombies und bla bla, dann könnt ihr hier auf den Screen gucken und könnt rausgucken, oh nein, das geschieht ein Creeper, ich muss noch warten, jetzt ist er weg, jetzt kann ich raus und so weiter. Ja, für diesen Mod brauchen wir ja den Modloader und diese RAR-Datei, die könnt ihr in der Videobeschreibung und den Download-Links herunterladen, sind natürlich die offiziellen Download-Links von der Website. Die Website gebe ich auch nochmal an, wegen Crafting-Rezepts und so. Okay, jetzt drücken wir Windows R, geben im Ausführungsfenster %app data% ein, gelangen in den Roaming-Ordner .minecraft bin-Ordner und öffnen die Minecraft-Jar mit WinRAR. So, dann nehmen wir den Modloader, ziehen den hier rein, gehen in den CCTV-Ordner und ziehen das auch hier rein. So, jetzt löschen wir noch die Meta-Inf, falls nicht vorhanden, dann einfach weiter. Und wenn sie jetzt noch da ist, einfach löschen, ansonsten gibt es bei euch einen Deckscreen. Gut, das Enable dieses Mods ist mal so gar nicht schwer. Deswegen wollen wir uns den jetzt mal in-game angucken, denn das ist jetzt hier die Hauptsache. Wie sehen diese Bildschirme aus und cool und bla und ba. Natürlich in Singleplayer-Mod. Ich glaube, da gibt es auch ein Plugin zu. Ich werde da mal suchen, vielleicht finde ich ja eins. Aber naja, ist auch bestimmt aufwendig, das in. Weil Mods sind immer noch ein ganz Stückchen aufwendiger als Plugins. Deswegen gibt es auch so wenig Mods. So, da sind wir in-game, Leute. Und hier ist Lava. Und ihr seht schon, wartet, wenn jetzt dieses Ding geht. Auf der letzten Seite haben wir hier einen CCTV-Monitor. Und hier werden wir auch irgendwo eine Kamera haben. Hier ist die Kamera. Aber wir werden uns das einfach mal craften, schon aus, ja, aus Gründen des Zeigens, wie man es craftet und so weiter. Also, naja, schöner Bug. Wobei, ist das lustig. Mal in der Luft craften. So, dazu brauchen wir Eisen. Eisen, 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 Eisen. Eisen. Wir brauchen Redstone, den roten Stein. Und wir brauchen Glas. Natürlich für die Kamera und für den Bildschirm. Ach, jetzt gibt es ja einen Waldbrand, egal. Wir sind hier doch hier nicht im australischen Busch, dass es hier alles sich selbst entzünden kann. Jetzt haben wir eine Kamera gecraftet. Und jetzt craften wir einen Bildschirm folgendermaßen. Glas, 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 Glas. Und das Glas muss hier hin und nicht da hin. Und dann hier einmal Redstone rein. Und wir haben einen Bildschirm. So, ich nehme jetzt nochmal ein paar Kameras mit dazu, ein paar Bildschirme, 4 Stück und ein paar Kameras. So, jetzt werden wir das hier ganz mal recorden. In die Richtung, in die die Kamera guckt, geht es dann auch. Also wenn wir sie hier hinstellen, dann guckt sie in diese Richtung. So, wir haben eine zweite Kamera, die stellen wir mal hin und die soll jetzt hier mal sich dieses Feuer anschauen, wie sich das denn ausbreitet. Eine andere Kamera guckt mal in die Richtung. So, jetzt bauen wir uns hier mal so einen kleinen Showscreen auf. Na toll. Ist zum Kotzen hier. Das ist das Showscreen. So. Ich bin echt zu blöd dafür, ey. So, jetzt können wir hier einen Bildschirm hinmachen. So. So, wir können die halt unterschiedliche Größen machen. Und jetzt seht ihr schon, ich kann ja die Kameras tauschen. Und zwar, ey, hau ab, Feuer. Kann ich jetzt zum Beispiel hier einen Bildschirm hinmachen, hier einen Bildschirm, hier einen Bildschirm. Sonst kann ich zum Beispiel den Bildschirm auf diese Kamera stellen. Kann aber auch mit Rechtsklick auf diese Kamera herstellen. Oder ich stelle den Bildschirm auf diese. Und den Bildschirm kann ich auch auf diese stellen. Hier, könnt ihr mal gucken.
Auch genau, und ein Bildschirm können wir auf unsere Ansicht stellen, also wo wir hier gerade hingucken. Wir gucken jetzt die Kamera. Oh, episches Bild. Genau, den können wir auf unsere Ansicht stellen, zum Beispiel. Können wir mal auch auf die Ansicht stellen. Das ist halt ein bisschen breiter, ne, das Bild. Man kann auch einen ganz großen Screen machen, das will ich mal probieren. Ist wie mit Bildern, wisst ihr? Genau. Ja, schönen großen Bildschirm. Zum Beispiel hier können wir da hingucken. Sieht doch episch aus, oder Leute? Ihr könnt mal sehen, ich renne jetzt mal durchs Bild. Um zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. Hallo! Nee, 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 nee. Ich renne mal direkt vor die Kamera. Ich bin live im Fernsehen. Ach, ist das schön. Und ich habe die Kamera zerstört. Also, die Creeper können euch trotzdem noch in den Arsch treten. Jetzt könnt ihr zum Beispiel auch eine Widescreen-Ansicht machen, dass ihr zum Beispiel jetzt hier noch eine Kamera hinstellt. Und jetzt mal machen wir das mal weg und machen hier mal hin und hier mal hin. Genau. Und jetzt können wir zum Beispiel das auf die Kamera stellen und das auf die Kamera. Na, vielleicht andersrum. So, ja, dann kann man das genauso machen. Warte mal, ich glaube, wenn ich es daneben setze, geht es vielleicht besser. Ja, dann sieht das hier so aus. Hat man ein bisschen mehr im Blick. Also, ihr könnt so ein bisschen rumspielen hier. Vielleicht auf der Kamera mal hier hin, um zu zeigen, wie es aussieht. Genau. Aber dann hier auch noch eine Kamera. Das ist jetzt meine Ansicht. Nein, ich habe die Kamera direkt vorgebracht. Egal. Ihr seht auf jeden Fall, es funktioniert. 1A. Und dann kann man zum Beispiel jetzt auch hier. Ach, ein Broiler. Gleich mal was reinziehen. Kein Hunger. Na gut. Dann kann man zum Beispiel auch irgendwelche Höhleneingänge bewachen oder so ähnliches. Alles möglich. Mit diesem neuen, wirklich richtig coolen Mod. Grafik des, also der angezeigten Bilder ist zwar noch verbesserungswürdig, aber es gibt ja immerhin Updates, liebe Freunde. Okay, dann werden wir jetzt mal dieses Schwein noch aus der Nähe filmen, denn da habe ich gerade Lust zu. Machen wir mal schnell hier einen Screen hin. So. Wir filmen mal ein bisschen was von oben. Da kommt, da läuft das Schwein durchs Bild. Ein Schwein ist im Bild. Dim, 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 dim. Ja, toll. Jetzt wisst ihr, ich mache es immer so genau, dass es genau nicht passt. Mach ich das ja weg, dann mache ich das auch weg, damit ich mich dann schön im Bild sehen kann. Mensch, bin ich blöd. So, mache ich jetzt zum Beispiel. Und dann andere Richtung. So, jetzt bin ich im Bild. Hallo! Seht ihr mich? Dum, 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 dum. Okay. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr liked den Mod. Also einfach mal ja, das Video liken, favorisieren wäre auch nicht schlecht. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, ne? Damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ja, es kann auch sein bei mir, ich weiß es nicht. Ihr müsst einfach mal reinschreiben, ob das Abo-Modul verbuggt ist, weil bei einigen Editoren ist es. Ich weiß nicht, ob es bei mir so ist, habe ich noch gar nicht gefragt. Ja, und dann will ich mich jetzt hier mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.